Sie sehen immer wieder eingeblendet, liebe Zuschauer, das Originalprogramm. Es ist nicht das Originalprogramm. Wir sind hier beim Kürfinale bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Halifax. Und jetzt läuft die Ungarin Tamara Teglassy. Musik natürlich aus Chorus Line, dem Musical. Hoi! Der Doppeltour und der Doppelachse. Sie ist sprungstark, temperamentvoll. Wenn sie einen guten Tag hat, dann erlebt man ungarisches Temperament. Einfache Tour, leicht getitscht. Genau. Pfiffig das Ganze. Ja, eine leichtere Kombination am Anfang der Achsel, am Ende der Doppelflip. Schade, nicht? Wenn ein Sprung so im Musikakzent geplant ist, dann ist es besonders schade, wenn er nicht gelingt. Dabei ist sie so super angefangen. Ja nun. 4 Minuten dauert eine Kür. Tamara Teglassy, 21 Jahre jung, aus Ungarn, mit viel Temperament, aber heute mit wenig Sprungglück. Für ihre Verhältnisse, sie war 15. bei der Weltmeisterschaft 1989 in Paris und liegt bislang auf Platz 11, aber ich befürchte, diesen Platz wird sie nicht halten können. Marina Thielmann ist für mich eine bessere Kür gelaufen und sie müsste sich, die Marina, vom 12. Gesamtrang doch verbessern können. Sie müsste zumindest ihren Platz mit der Ungarin tauschen können. Warten wir ab, wie es die Preisrichter sehen. Karin, was denkst du? Doch, ich glaube schon, dass die Marina jetzt schon auf den 11. gerutscht ist. Ja,
Die Wertungen werden es hoffentlich bestätigen. Ich kann mir keine höhere Wertung vorstellen als die von Marina Kielmann. Die Kür von der Europameisterschaft Dritten war wesentlich stärker. Ja. Naja, und da ist der eindeutige Beweis. Sie müsste sich damit aber gleich hinter Marina Kielmann platzieren können. Ja, da können die Preisrichter keinen größeren Fehler begehen. Die Wertung kann nicht wesentlich anders lauten.